Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR. Mara, Vanessa, Robin und Eva. Diesen vier jungen Frauen werden viele Jugendliche mit psychischen Erkrankungen dankbar sein und ihre Familien auch. Denn die vier haben in langen Interviews von ihrer Erkrankung und Gesundung erzählt. Sie haben für den Podcast Entstörungsmeldungen mit Imke Nehmann gesprochen, Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Kinderkrankenhauses Wilhelmstift in Hamburg-Rahlstedt. Ich möchte einfach, dass Menschen mehr wissen darüber, wie ist das, als Jugendliche an einer psychiatrischen Erkrankung zu leiden. Wie fühlt es sich an? Wie ist das, vorübergehend aus dem Alltag rauszugehen, fern von Familie, fern von den Freunden, in eine Klinik zu kommen, mit einer Gruppe von Jugendlichen auf einer Station zu sein, sich auf eine Psychotherapie einzulassen, in der Kunsttherapie zu malen, in der Musiktherapie Musik zu machen, mit den Pädagogen Freizeitprogramm zu machen, damit was in Entwicklung kommt und sich wieder verändert und besser wird. Also ursprünglich haben wir mal gedacht, wir machen es für die Patienten und Patientinnen hier in der Klinik, für die Eltern, für die Kollegen und Kolleginnen. Inzwischen glaube ich eigentlich, dass das Thema Wissen über psychiatrische Erkrankung auch viel breiter interessiert. Dass andere Jugendliche das vielleicht zum Teil bei Freunden erlebt haben, Lehrer bei ihren Schülern, im Verwandten, im Freundeskreis. Und es ist ja doch ein Thema, über das es so viel leichter ist zu sprechen als noch vor etlichen Jahren. Ja, sind Sie da auch manchen Prominenten dankbar, die darüber reden? Na klar, durchaus. Also gerade für die Jungs ist so ein Fußballer, der über Depression spricht, was Wichtiges. Jetzt halten Sie ja keinen Vortrag, sondern sprechen mit ehemaligen Patientinnen. Vier Folgen sind es, die veröffentlicht werden. War das mutig? Ich finde es unglaublich mutig. Also ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich in dem Alter so viel so Persönliches von mir öffentlich erzählt hätte. Ich bin gar nicht so sicher. Und was mich tatsächlich richtig berührt hat, wir haben nun junge Erwachsene gefragt, die wir auch selber behandelt haben hier in der Klinik, sodass wir uns wirklich gut kennen, weil man ja hier viel, viel Zeit miteinander spricht. Und ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, dass sie sich auch das Vertrauen hatten, darauf zu vertrauen, wir gehen da korrekt mit um. Wir haben natürlich zugesagt, ihr könnt das abnehmen, bevor es gesendet wird. Ihr könnt uns vorher sagen, über welche Themen ihr nicht sprechen möchtet. Wir geben vorher die Fragen raus. Überlegt euch bitte, wenn Freunde und Familie es hören. Wir erwarten nicht, dass ihr eine gesamte Lebensgeschichte erzählt, sondern es geht tatsächlich um das Thema Leben mit Erkrankung, Behandlung und wie findet man dann den Weg ins Erwachsenwerden und rausfinden. Mein Eindruck ist auch, es sind schon sehr persönliche Gespräche, aber ohne Schlüsselloch. Eine erzählt, ja, ich habe auch schon viele Schimpfwörter in der Schule hören müssen. Dann wird aber nicht nachgefragt, welche denn genau zum Beispiel. Oder es wird von Selbstverletzungen geschrieben, ohne das dann genau auszuführen. Was genau hast du denn gemacht und so. Also es ist nichts für Schlüssellochgucker. Nein, das ist auch absichtlich so geplant, denn das war unser Thema. Es ging nicht um Schlüssellochgucken. Es ging darum, dass die 6 waren es ja insgesamt, sich gut überlegen, was mögen sie preisgeben und mit anderen Menschen teilen und nicht andere durchs Schlüsselloch gucken lassen. Das ist ein völlig anderes Thema. Ist das Zufall oder ist es einfach so, sind alles junge Frauen, damals Jugendliche? Und alle, die, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mit Einsetzen der Pubertät in diese Behandlung kam, dass die Symptome größer wurden und so langsam mit dem Erwachsenenwerden konnte es besser werden. Das ist kein Zufall, sondern dass in der Pubertät die Symptomatik losgeht, ist häufig, weil einfach entwicklungspsychologisch so viel los ist. Die hormonelle Situation verändert sich, der Körper verändert sich, die Denkmöglichkeiten verändern sich. Entwicklungspsychologisch ist dran, ein bisschen sich abzulösen von den Eltern, sich viel mehr zu orientieren an Gleichaltrigen. Und in dieser Zeit, wo alles in Bewegung ist und die Gefühle manchmal so Achterbahn fahren, sind die Entwicklungsherausforderungen
Man soll irgendwie Freundschaften schließen, Beziehungen eingehen, erste sexuelle Erfahrungen machen, erste Weichenstellungen bei Schule und Ausbildung. Das steht einfach in einem Missverhältnis. Und da kann man sich, glaube ich, ganz schnell mal verlaufen und verkanten. Insbesondere, wenn dann noch, wir erfragen ja immer auch Familiengeschichten bis hin in die Großelterngeneration, es Themen gibt, die in den Familien auch schon tradiert sind oder Belastungsthemen gibt, die in Familien tradiert sind. Also die Altersspanne ist kein Zufall. Und das Geschlecht? Es sind alles Mädchen, junge Frauen. Das stimmt. Hier ist das wechselnd. Wir haben insgesamt, behandeln wir in der Klinik etwas mehr Mädchen als Jungs. So dass ich mich manchmal schon gefragt habe, wie sind die Jungs eigentlich durch die Pandemie gekommen? Es liegt vielleicht ein bisschen an den Schwerpunktstationen von Herrn Schneider und mir. Die psychosomatische Mädchenstation Essstörung, das ist jetzt eine Diagnose, wo die Mädchen tatsächlich viel häufiger sind als die Jungs. Wir haben eine zweite gemischte psychosomatische Station, da sehen wir jetzt auch eigentlich regelmäßig 2-3 Jungs, die unter Essstörungen leiden. Und Herr Schneider beschäftigt sich ja viel mit einem Therapieverfahren, wo es darum geht, die eigenen Gefühle regulieren zu können, ohne dass man auf Selbstverletzungen angewiesen ist. Und das machen auch mehr Mädchen als Jungs. Und dann gibt es noch den allgemeinen Effekt, dass Mädchen gerade in der Pubertät einfach sich ein bisschen leichter damit tun, über sich zu reden, Unterstützung anzunehmen, in sozialen Bezügen zu bleiben und sich einzulassen auf sowas wie Psychotherapie. Ja, dafür, dass Essstörungen auch eine Rolle spielen, wird erstaunlich wenig über Essen geredet. Dann wissen wir in der Essstörungsbehandlung immer, dass ein wichtiger Schritt getan ist, weil man nicht mehr über das Essen spricht, sondern über die Frage, was steckt denn eigentlich dahinter? Und was ist in deinem Leben sonst noch so los? Ja. Was wünschst du dir da und wie kann das gehen? Sie, Frau Nehmann, fragen viel nach Kraftquellen, oder? Was gibt dir Kraft? Was sind die Quellen dafür, dass es dir gut geht, besser geht? Ich bin in einer Therapiemethode ausgebildet, wo es eher um das Gewordensein, um Geschichtlichkeit, um das Fühlen in der Beziehung geht und das Fühlen und das Denken und den Grips irgendwie gut zusammenzukriegen. Mit der Traumatherapieausbildung ist das Thema Ressourcen nochmal dazugekommen. Und insgesamt ist es aber so, dass je länger ich in dem Beruf arbeite, ich so viel Respekt davor habe, was hier bei den Jugendlichen, die hier sind, an Talenten und Begabungen so zusammenkommt, wenn ich sehe, was tatsächlich in der Kunsttherapie gemalt wird oder in der Klinikband gesungen. Manchmal denke ich, das sind feinfühlige, kluge Jugendliche, die lernen, sich auszudrücken, die lernen, über sich nachzudenken, über ihre Beziehungen nachzudenken, zu versuchen, das selbst zu gestalten. Und das ist was, das kann ich sehr, sehr schätzen. Und ich glaube, so ist das gekommen, auch danach zu fragen, wo kommt denn die Kraft eigentlich her? Ist so ein Blick, Mensch, ihr seid ja auch krank, aber guckt mal, was ihr alles könnt. Und zweitens, wir geben euch nicht auf. Es mag, ich weiß nicht, Monate dauern oder Jahre, wir bleiben an eurer Seite. Jetzt will ich nicht sagen, dass das woanders nicht sein kann, aber ist das ein Blick, der auch im christlichen Haus gut steht? Ich kann das christliche Leitbild der Abteilung sehr schätzen. Und ich glaube, dass uns das ein Stück mit geprägt hat. Dass wir haben auch einen Blick für eure Stärken. Und wir sehen euch differenziert mit den Abgründen, mit den Untiefen, den Abstürzen, den Krisen, aber auch mit den Stärken. Wir versuchen irgendwie was zu finden, was für euch Lebendigkeit ausmacht. Und wir halten das mit euch durch und wir halten das mit euch aus. Das fand ich so schön in mehreren Interviews, die sie erzählen, dass gerade die Pädagogen und die Kollegen aus der Krankenpflege gar nicht so richtig durchgedrungen sind, aber dass sie sehr wohl mitbekommen haben, dass sie das versucht und versucht und versucht haben. Mal ein Buch mitgebracht, mal gekocht. Ja, das ist was. Es geht so viel um Verbindlichkeit, um Halt, um Annahme, um Rahmen zu schaffen, wo Entwicklung dann auch geht und wo die Beziehungen so werden, dass
Ach, dass die Jugendlichen sich wieder was trauen und sich auf die Suche machen. Ich bin weder Patient noch und schon gar kein Arzt, sondern aber Vater. Und wenn ich sowas höre, ist die Botschaft an mich auch, es kann ja auch für mich als Elternteil schwierig sein, wenn das Kind so krank ist. Und es kann lang dauern, aber auch da die Botschaft, es gibt einen Weg dadurch. Na klar, wir sind familientherapeutisch orientiert. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie kann man nicht behandeln, finde ich persönlich, ohne die Familie kennenzulernen. Wir lassen uns die Entwicklung der Jugendlichen praktisch von Kinderwunsch, Familiengründung an erzählen. Wir lassen uns die Lebensgeschichten der Eltern erzählen. Unter der Vorstellung, dass das sehr prägt, wie man selber groß geworden ist. Und wenn man dann beschließt, wir kriegen ein Kind, doch viele sich überlegen, was wollen sie übernehmen, was wollen sie nicht übernehmen. Unbewusste Themen, die reinspielen, spielen auch nochmal eine Riesenrolle. Dann kommt das alles nochmal ganz anders, wenn das Kind auf der Welt ist. Das lassen wir uns sehr genau erzählen. Und wir führen ganz regelmäßig Elterngespräche und Familiengespräche, versuchen die Geschwister kennenzulernen, versuchen die Eltern zu begleiten, auch wenn sie zwischendurch verzagen und sich solche Sorgen machen, dass das Zeit braucht, und versuchen mit den Eltern zu klären, was brauchen die Eltern, um durchzuhalten, wie können sie ihre Kinder unterstützen. Das ist natürlich genau in den Familientherapien das Thema. Wie geht ihr damit um? Über welche Themen wollt ihr sprechen? Wollt ihr anders sprechen? Wie geht das? Ja, also das spielt eine Riesenrolle und es ist wichtig, Eltern auch denen Kraft und Energie zu geben, damit sie es mit durchhalten und auf ihre Art und Weise Verbindlichkeit und Halt. Und was mich auch immer sehr beeindruckt, wie sehr Eltern ihre Entwicklungsräume, auch wenn sie selber vielleicht ganz schwierige Lebensgeschichten haben und selber nie kennenlernen durften, wie das ist, in einer liebevollen, ganz fürsorglichen Familie groß zu werden, wie sehr die bereit sind zu arbeiten, wenn es darum geht, zu erreichen, dass es ihren Kindern besser geht. Ist das immer noch so, dass es Eltern schwerer fällt, das zu akzeptieren als eine physische, körperliche Krankheit? Ich könnte mir das vorstellen, dass da kann ich viel leichter akzeptieren, dass ich derjenige bin, der nicht heilen kann, als bei einer psychischen Erkrankung. Darüber muss ich einen Moment nachdenken. Eltern beschäftigt bei einer psychischen Erkrankung ganz schnell das Thema, welche Rolle spiele ich dabei? Da spielen schnell Schuldfragen eine Rolle. Und das ist etwas anderes als ein gebrochenes Bein oder eine Diabeteserkrankung, wo diese Themen überhaupt nicht mit reinspielen. Wo auch für die Behandlung des Kindes nicht erforderlich ist, dass ich mich meinen Lebensthemen nochmal stelle, die vielleicht auch nicht nur einfach sind. Ja. Und hingucke, wie ich damit umgegangen bin und ob ich die für mich eigentlich ausreichend, ob ich damit ausreichend klar bin, damit ich die Themen auch ein Stück fernhalten kann von den Kindern. Also es stellt einfach andere Anforderungen an Eltern. Dass noch die alten faschistisch geprägten Bilder von Psychiatrie eine Rolle spielen und die Vorurteile so viel stärker sind als bei körperlichen Erkrankungen, das ist, glaube ich, im Prozess und da passiert sehr, sehr viel. Da finde ich eigentlich, dass da viel Entstigmatisierung in Gange ist. Und was ich Eltern immer sage, ist, ich fände es was traurig, wenn die Familiengeschichte nicht auch irgendeine Art von Rolle spielen würde im Leben ihres Kindes. Und wenn sie eine Rolle spielt, gibt sie ihnen auch die Möglichkeit, was tun zu können, damit es ihrem Kind wieder besser geht. Und wenn sie manchmal ganz hilflos sind, was das sein könnte, da, das finden wir vielleicht hier zusammen raus. Und das ist wichtig. Ja.
Eine, die auch die Eva erzählt, dass der Glaube an Gott ihr geholfen hat, den sie zwischenzeitlich auch verloren hatte. Das kommt häufiger vor. Und da sind wir froh über zwei Seelsorger, eine Seelsorgerin, einen Seelsorger im Haus, mit denen wir Gespräche anbieten können, wenn Glauben in der Familie ein wichtiges Thema ist oder auch Glaubenshadern ein wichtiges Thema ist. Und das kann sehr bunt sein durch alle Religionen und Kulturen. Auch das bringt ja vielleicht interkulturelle Themen mit sich, wo Eltern ganz anders geprägt worden sind als jetzt die Jugendlichen, die hier in Deutschland groß werden und aufwachsen. Und da können wir manchmal Unterstützung durch die Seelsorger und Seelsorgerinnen ganz gut gebrauchen. Es gibt auch Kinder und Jugendliche, die die Kapelle besuchen möchten. Es ist nicht irrwitzig häufig, muss ich sagen, aber wir sind froh um die Möglichkeit. Wir sind froh, auch wenn es mal notwendig ist, innehalten zu können und da einen Ort zu haben, wo es nicht direkt um Weiterarbeiten geht, sondern wo man einen Moment sich besinnen kann. Sie sind hier für Kinder und Jugendliche zuständig, ne? Ist das eigentlich leicht, die manchmal ungeheilt weitergeben zu müssen in die Erwachsenenpsychiatrie dann? Nein, das ist nicht leicht. Ich glaube, genau deshalb legen wir unter anderem so viel Wert auf die Familienarbeit, weil natürlich die Entwicklungsmöglichkeiten umso besser sind, wenn sich in der Familie, im Freundeskreis, in der Schule was tut. Und ich finde, dass es zur Professionalisierung gehört, damit umgehen zu können. Also um Psychotherapeutin und Psychiaterin zu werden, müssen wir uns einlassen können und wir müssen wieder einen Schritt zurückgehen und von außen drauf gucken. Und natürlich gilt es auch zu akzeptieren, dass es bestimmte gesellschaftliche Bedingungen und Zeiten gibt, die wir nur begrenzt ändern können. Und es gibt Dinge, die wir akzeptieren müssen. Ich für mich mache den Beruf nach wie vor so gerne, weil ich häufig genug das Gefühl habe, es kommt eine Entwicklung in Gang und es tut sich was. Großartig, davon ein Teil sein zu können. Und wenn die wiederkommen oder erzählen, wie jetzt in dem Podcast oder bei Sommerfesten oder so, dann haben sie das Dankeschön vor Augen. Ja. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne.